Mein Name ist Sebastian Rödel. Ich bin Professor für Philosophie am Institut für Philosophie hier an der Universität Leipzig. Meine erste Professur war an der University of Pittsburgh in den USA. Dann war ich für mehrere Jahre Professor für Philosophie an der Universität Basel und seit 2012 bin ich in Leipzig. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich finde die Stadt fantastisch und bin daher glücklich, dass ich hier gelandet bin. Bei einer universitären Karriere weiß man ja nie, wohin es einen verschlägt. Es gab zwei Weisen, in denen ich in die Philosophie hineingekommen bin, schon zu Schulzeiten. Ich war als Schüler ein Jahr in den USA auf einer sehr großen Highschool, über 1000 Schülerinnen und Schüler in den letzten drei Klassen. Und weil die so groß war, hatte die auch ein sehr breites Angebot und darunter auch einen Philosophiekurs, den habe ich belegt. Und das hat mich ungeheuer fasziniert. Ich weiß noch, dass meine Aufgabe war, zu begreifen, weshalb die Freiheit des Willens darin liegt, dem moralischen Gesetz unterworfen zu sein. Und ich habe mich so gemüht damit. Ich war überzeugt, dass es richtig sein muss, aber mein Vermögen, das zu erfassen, das war noch nicht da. Dennoch war ich fasziniert. Die zweite Weise war die, dass ich, als ich zurückkam aus den USA, einen Freund in der Schule kennengelernt habe, Jochen Bung. Der ist jetzt Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Ich habe ihn besucht bei sich zu Hause, kam in sein Zimmer, das war vollgestopft mit Büchern, und er saß da und trank Tee und las Adorno Negative Dialektik. Und das hat mich so beeindruckt. Ich dachte, so will ich auch sein und ging nach Hause und habe mir die Negative Dialektik bestellt und eine Teekanne besorgt. Das hat mich schon zu Schulzeiten in die Philosophie hineingebracht. Wir haben gemeinsam sehr viel gelesen. Als ich dann anfing zu studieren, zu dem Zeitpunkt war ich schon ziemlich alt, weil ich davor Zivildienst gemacht habe, 13 Schuljahre in der Schule war, kann man sich ausrechnen, dass ich viel, viel älter war als diejenigen, die jetzt nach der 12. Klasse direkt in die Universität gehen. Und als ich anfing, wusste ich genau, was ich studieren wollte. Deshalb, weil ich die ganze Zivildienstzeit über diesen Entschluss habe reifen lassen können. Da gab es für mich keine Alternative mehr. Das Thema oder die Idee, will ich vielleicht eher sagen, die im Zentrum meiner Arbeit überhaupt steht, ist ein bestimmter Charakter der menschlichen Tätigkeit, des menschlichen Seins, nämlich der, nach der diese Tätigkeit ein Verständnis ihrer selbst enthält. Das ist am augenfälligsten beim Denken. Wenn ich denke, dass die Dinge so und so liegen, dann verstehe ich, und zwar indem ich das denke, dass ich das denke. Dies, dass ich verstehe, dass ich denke, was ich denke, ist nichts, was zu diesem Denken äußerlich hinzutritt, sondern etwas, was eben wesentlich oder innerlich ist. Dasselbe aber treffen Sie auch bei der Weise des Handelns an, die spezifisch menschliches Handeln ist. Wenn ich etwa Frühstück mache, das ist eine Handlung, die sich in der Zeit vollzieht, dann tue ich das so, dass ich eben darin, dass ich Frühstück mache, verstehe, dass ich Frühstück mache. Dieser Charakter, das Verstehen dem, was es versteht, innerlich ist es einer, der das menschliche Leben insgesamt durchzieht und von dem ich gefunden habe, dass er das Element oder das Medium des Philosophierens ist. Also, dass das Philosophieren sich darum bemüht, dieses Verständnis unserer selbst, was unserer Tätigkeit und unserem Sein intern ist, aufzuklären, zu artikulieren, auseinanderzulegen und dadurch selber in dieser Tätigkeit
gleichsam sich selbst klar zu werden. Und auf diese Weise ist diese Idee kein bestimmtes Thema, nicht abgrenzbar von anderen, sondern ist etwas, wodurch sich ein Zugang öffnet zu philosophischen Begriffen, philosophischen Fragen überhaupt. Die letzten Tage bin ich dabei, ein Buch zu lesen, was mich sehr beeindruckt, von Raimund Geitner, Good and Evil, an Absolute Conception. Ich bin seit einigen Monaten, ja, viele Monate inzwischen, damit beschäftigt, die Idee von Gut und Böse zu durchdenken. Und da gibt es einen interessanten Strang der Literatur, den ich jetzt gerade eben entdecke. War mir merkwürdigerweise nicht bekannt, und das war das, was ich jetzt die letzten ein, zwei Wochen getan habe. Es ergibt in der moralphilosophischen Diskussion heute eine Besessenheit mit der Idee der Norm oder des Gesetzes. Und die ethische Beziehung zum anderen Menschen wird deswegen beinahe vollständig verstanden durch die Idee der Regel, die mich bindet in meinem Verhältnis zu anderen. Und worum ich mich bemühe überhaupt, ist die Begrenztheit, die Beschränktheit dieser Auffassung des Ethischen mir klar zu machen. Mir klar zu machen, dass die Beziehung zum anderen und die Weise, in der im anderen für mich eine absolute Grenze gegeben ist, wie die nicht einholbar ist durch die Idee der Norm oder durch die Idee des Gesetzes. Und das ist ein Gedanke, der in diesem Buch sehr interessant entwickelt ist, in diesem Buch, das ich erwähnt habe, Good and Evil, an Absolute Conception. Ja, absolut, absolut, ja, die Absolutheit der Idee des Guten, damit die Absolutheit, die gleichsam in unser Leben einbricht, insofern wir in und durch diese Idee handeln, das ist das, was über das Verständnis des Ethischen hinausreicht und das gleichsam sich unterwirft, das sich artikuliert in der Idee der Normativität. Und das ist ein Interesse, was ich selber verfolge und was ich dort auch sehr gut exponiert gefunden habe. Ja, also den Ausdruck Selbstbewusstsein verwende ich eigentlich in beiden Büchern so, dass er das bezeichnet, was ich eingangs schon entwickelt habe, nämlich dass ein Selbstbewusstsein ein Bewusstsein ist, das demjenigen, wo das dem, dessen Bewusstsein es ist, intern ist. Das also nicht einen gegebenen Gegenstand hat, auf den es sich dann richtet, sondern ein Bewusstsein, das gleichsam diesen Gegenstand, dessen Bewusstsein es ist, von innen belebt. Man könnte annehmen, dass Selbstbewusstsein, dass dieser Ausdruck so gebildet ist, dass er bezeichnet, wovon das Bewusstsein ein Bewusstsein ist, und dann würde man annehmen, das Selbstbewusstsein heißt, ist Bewusstsein eines Selbsts. Und daher gibt es auch sehr viele philosophische Arbeiten, die sich damit zu schaffen machen, aufzuklären, was denn wohl das Selbst sei. Alternative Ausdrucksweise ist das Ich. In der analytischen Diskussion ist es jetzt sehr populär, von dem Selbst zu sprechen. Als ich groß geworden bin philosophisch, uns beigebracht, dass wir davon loskommen müssen, diese eigentlich ungrammatische Redeweise von dem Ich zu verwenden. Das haben die analytischen Philosophen damals uns versucht beizubringen. Inzwischen ist die analytische Philosophie voll von der Rede von dem Selbst, das genauso ungrammatisch ist wie die Rede von dem Ich. Selbstbewusstsein, wie ich diesen Ausdruck verstehe, ist, das Selbst ist nicht die Bezeichnung dessen, wovon das Bewusstsein ein Bewusstsein ist, sondern ist die Bezeichnung der Form des Bewusstseins, das hier so benannt ist. Und zwar, diese Form liegt eben darin, wie ich gesagt habe, in der Innerlichkeit des Bewusstseins, dem gegenüber, wovon es ein Bewusstsein ist.
Das ist also das Thema der beiden Bücher. Wieso zwei Bücher? Gute Frage. Das eine hat den Titel Selbstbewusstsein, das andere hat den Titel Selbstbewusstsein und Objektivität. Und der Grund, weshalb ich gefunden habe, dass ich dieses zweite Buch schreiben muss, ist der, dass mir klar geworden ist, dass ich im ersten Buch von dieser Vorstellung, die ich jetzt gerade kritisch beschrieben habe, nämlich dass das Selbstbewusstsein Bewusstsein von etwas ist, nämlich einem Selbst, dass ich mich von der noch nicht gründlich genug gelöst hatte. Und dass deswegen dieses Buch noch affiziert ist von einer Vorstellung, nach der Selbstbewusstsein etwas ist, worin ich Erkenntnis oder Wissen von einem begrenzten Gegenstand habe, nämlich von einer bestimmten räumlich-zeitlich ausgedehnten Substanz, die eingeordnet werden kann in die Totalität der Substanzen. Das ist letztlich unzureichend und unbefriedigend, und das ist mir klar geworden. Im Selbstbewusstsein, wenn wir spezifisch das Selbstbewusstsein des Denkens uns vor Augen führen, was ich vorhin schon erwähnte, nämlich dies, dass ich im Denken verstehe, dass ich denke und verstehe, was ich denke, eben indem ich mich als es denkend verstehe. Dieses Selbstbewusstsein des Denkens ist zugleich das, worin die Idee objektiver Erkenntnis entspringt und worin deswegen die Idee des zu erkennenden Gegenstandes entspringt, worin deswegen die Idee der Wirklichkeit, der Welt, der Objektivität entspringt. Die erstaunliche Tatsache, dass wir Menschen, ich sag, in unserem Denken geöffnet sind in ein unbegrenzbares Ganzes, was wir benennen durch die Wirklichkeit. Dieses Geöffnetsein ins unbegrenzbare Ganze ist das, was uns ausmacht, Kraft dessen, dass unser Denken selbstbewusst ist. Also was mir aufgegangen ist, das Selbstbewusstsein, wenn ich so etwas plakativ einander gegenüberstellen kann, nichts ist, worin ich auf einen begrenzten Gegenstand bezogen bin, sondern etwas ist, worin ich in ein unbegrenzbares Ganzes geöffnet bin. Und diese zweite Idee im Kontrast zur ersten ist die, die das zweite Buch Selbstbewusstsein und Objektivität versucht durchzuarbeiten. Ich will einen Punkt korrigieren, weil das mir wichtig ist, wichtig ist dafür, wie ich meine eigene Tätigkeit verstehe. Es gibt immer häufiger die Benennungen von Professuren in der Philosophie nach bestimmten Feldern. Ich bin sehr glücklich, dass meine Professur kein solches Feld hat. Meine Professur heißt einfach nur Professur für Philosophie, und das ist die richtige Benennung. Und zwar deswegen, weil in der Philosophie ja jede Spezialisierung sofort oder sehr schnell jedenfalls sinnlos wird. Das ist meine Überzeugung. Die innere Aufklärung des Verständnisses unserer selbst, die ich sag, ihren Ausgang nimmt von dem ursprünglichen Selbstbewusstsein unserer Tätigkeit, ist eine, die sich insbesondere auch bezieht auf unser Handeln. Es ist ja zunächst mal merkwürdig und beinahe also erstaunlich und wundervoll, dass wir in einer Weise handeln, die sich selbst versteht als bestimmbar durch eine unbedingte Forderung, die Forderung, gut zu handeln. Diese Idee des guten Handelns ist die, die eigentlich das Feld der praktischen Philosophie öffnet. Diese Idee des guten Handelns ist eine, die selber eine grundlegende Form des Selbstbewusstseins, des menschlichen Seins ist, nämlich eben das Sein, insofern es ein praktisches Sein ist oder ein handelndes Sein ist. Darin öffnet sich also das Feld der praktischen Philosophie grundsätzlich, das sich dann ausdifferenziert in Ethik,
Und Politik, wenn man will, kann man Sozialphilosophie noch daneben stellen, eben Formen des menschlichen Handelns, Formen der menschlichen Gemeinschaft, sowohl der gesellschaftlichen als auch der politischen Einheit von Menschen, bestimmt durch die Idee des Guten. Diese Idee des Guten, eben wie ich ganz zu Anfang schon bemerkt hatte, hat eine eigenartige Absolutheit an sich. Es gibt hier einen unendlichen Unterschied zwischen dem Gesetz des Handelns, das ein Tier wie eine Katze oder eine Fliege bestimmt, und dem Gesetz des Handelns, das, indem es dieses Gesetz hat, spezifisch menschliches Handeln ist. Ein Gesetz nämlich, das die Idee des unbedingt Guten bestimmen will. Ja. Deswegen ist also jetzt weniger so, dass es in Bezug zu Fragen der praktischen Philosophie gibt, sondern dass in dieser Selbstaufklärung des Selbstbewusstseins des Handelns nicht die Quelle und der Einsatzpunkt jeder praktischen Philosophie liegt. Eben dieses Selbstbewusstsein eröffnet als erstes und grundlegend diese Idee des unbedingt Guten oder der unbedingten Forderung, etwas, was ich tun muss, was nicht zu tun praktisch unmöglich ist, ausgeschlossen ist, wie ich aussprechen kann, wenn ich sage, ich kann das nicht tun, wo dieses Können nicht heißt, ich bin unfähig, weil ich mir die Hand gebrochen habe oder was dieser Art, sondern eben eine Unmöglichkeit bezeichnet, die nur zu verstehen ist durch die Idee des Guten. Das heißt, ich kann das nicht tun, denn das nicht zu tun, das zu tun hieße, mich zu vergehen an dem unbedingt Guten. Diese Idee, das ist durch die es praktische Philosophie gibt. Ja, wenn es diese Idee nicht gibt, dann gibt es nur Technik und technische Probleme, aber es gibt keine praktische Philosophie. Also das ist die Weise, in der für mich die praktische Philosophie sich eröffnet aus dem Selbstbewusstsein und als Versuch der Artikulation des Selbstbewusstseins, des praktischen Seins unserer selbst. Die Philosophie ist eine eigenartige Tätigkeit. Sie ist eigenartig darin, dass sie eine Wendung weg von gewöhnlichen, alltäglichen Fragen und Schwierigkeiten vollzieht und eine Wendung zur expliziten Thematisierung dessen, was ich die Idee des unbegrenzbaren Ganzen genannt habe. Man sieht es in allen Fragen, die sich als philosophisch einem aufdrängen, dass sie diese Universalität besitzen. Ich frage in der Philosophie nicht danach, ob dieses oder jenes Theorem der euklidischen Geometrie wahr ist oder nicht, oder ob dieses oder jene soziologische Modell zutreffend ist oder nicht, sondern ich frage danach, wie kann ich überhaupt etwas wissen? Diese Frage ist unbegrenzbar in ihrem Gegenstand. Das ist also keine Frage mehr, die in irgendeiner Weise bezogen ist auf ein begrenztes Interesse danach, dies oder das zu wissen. Es ist eine Frage, die sich bezieht darauf, mich selber überhaupt und grundlegend als Wissenden zu verstehen. Dasselbe gilt im Feld der praktischen Philosophie. Wir haben keine Fragen, die bestimmte konkrete und handfeste Probleme betreffen. Im Gegenteil, es wird dadurch philosophisch, dass wir uns davon abwenden und danach fragen, wie kann ich überhaupt dies begreifen, dass ich in meinem Handeln bestimmt bin durch die Frage danach, wie zu handeln richtig ist. Man sieht leicht, dass das kein Problem ist, was ein spezifischer Gegenstand hat, was ein begrenzter Schwierigkeit lösen will, sondern die ganz grundsätzlich das Verständnis unserer selbst als handelnd, wodurch dann überhaupt erst bestimmte Probleme auftreten können, thematisiert. Und das ist das, was ich den Studierenden als erstes
versuche mitzuteilen, weil es meines Erachtens das ist, wodurch sich das Fach öffnet. Und es ist auch sehr wichtig, jetzt für die Frage, ob man dieses Fach studieren will, sich zu fragen, ob man diese Art von Begierde nach Verstehen verspürt. Wenn man eher, das ist nichts, was irgendwie für sich einen besonderen Vorrang hätte vor anderen Arten der geistigen Tätigkeit. Es ist aber eine andere, es ist eine spezifische. Es ist, wenn man Interesse hat, daran bestimmte Probleme zu lösen, dann ist man in der Philosophie falsch. Wenn man Interesse daran hat, konkrete, handfeste Schwierigkeiten auszuräumen, dann sollte man sich in andere Felder begeben. Aber wenn man irgendwie beunruhigt ist, ganz grundlegend von sich selbst, wenn man also ganz grundsätzlich verspürt, dass man nicht klar ist darüber, wie man selbst überhaupt ist als denkend und handelnd, und wenn einen das umtreibt, dann ist das das Studium, was einen befriedigen wird und was das Einzige ist, was einen befriedigt, weil genau das eben die Philosophie unterscheidet von allen anderen. Also das ist ein, ich würde nicht sagen Schwerpunkt, aber das ist etwas, was ich in meiner Lehre versuche sichtbar und fasslich zu machen, um das Feld der Philosophie zu öffnen für die Studierenden. Ansonsten Schwerpunkte sind vielleicht solche, die bestimmte Figuren der Geschichte der Philosophie betreffen. Die Philosophie hat ein interessantes Verhältnis zu ihrer Geschichte, nämlich dies, dass ihre Geschichte in einer merkwürdigen und selber rätselhaften Weise nicht vergangen ist, sondern sich wiederholt. Also es ist bemerkenswert, dass gar nicht selten, sondern beinahe regelmäßig wirklich neue Philosophie, wirklich Philosophie, die gleichsam erneut bewegt, dadurch entspringt, dass jemand sich hinsetzt und, sagen wir, Aristoteles liest oder Kant liest. Das ist selber bedenkenswert, warum das in der Philosophie da so ist. Wir haben in der Philosophie hervorragende, ausgezeichnete Lage, dass unsere Disziplin, unsere intellektuelle Disziplin seit 2.500 Jahren existiert. Ja, das ist neben der Mathematik das einzige Fach, was diese historische Tiefe mitbringt. Und deswegen hat auch das Fach Philosophie eine Bestimmtheit, die sonst in anderen Fächern nicht so leicht gegeben ist. Es gibt manchmal die Idee, es sei irgendwie unklar, was Philosophie ist. Das ist für mein Verständnis echt verrückt, ja? Weil welche intellektuelle Tätigkeit hat es sonst geschafft, über 2.500 Jahren kontinuierlich sich zu erhalten, als die, die sie ist? Ja, hat echte Substanz. Und um deswegen in dieser Tätigkeit sich wirklich zu bewegen und darin irgendwie Sicherheit zu gewinnen, ist es erforderlich, diese historische Substanz sich anzueignen. Das heißt nicht, dass man jetzt die Geschichte der Philosophie durcharbeiten muss. Man muss dorthin gehen, wo man selber sich angesprochen fühlt, wo man spürt, das ist eine Weise, auf die mein Denken antworten kann. Kann sein, dass Hegel einem nichts sagt. Dann weglegen, was anderes anschauen, ein paar Jahre warten und dann wieder dazukommen. Ja, aber dass diese Figuren entscheidend sind dafür, um selbst selber in seinem eigenen philosophischen Denken voranzukommen, das ist etwas, was ich auch versuche zu zeigen, indem ich versuche, diese Autoren, einige derer, mit denen ich mich gut zurecht, bei denen ich mich gut zurechtfinde, die den Studierenden zu eröffnen. Oh, was erwarte ich? Also ich meine, ich finde, man kann das Fach Philosophie mit sehr vielen verschiedenen Zielen, Ambitionen und Interessen studieren. Und das ist alles in Ordnung. Also Philosophie hat ein universales Interesse und jeder, der denkt, ich will mich damit mal beschäftigen, ist gut. Ja? Und da ist nichts weiter nötig.
Man muss natürlich wissen, dass dieses Studium, wenn man wirklich hineinfinden will, unglaublich viel Arbeit verlangt. Also es ist einfach sehr, sehr hart, weil es so schwierig ist und man so hart arbeiten muss. Aber das ist in anderen Studiengängen, Mathematik, auch nicht anders, oder in Medizin muss man auch hart arbeiten. Aber das ist eben natürlich in der Philosophie auch der Fall. Was gut ist, ist, wenn man Freude hat daran zu schreiben, weil die wesentliche philosophische Arbeit, durch die man auch selber vorankommt, ist, sich das, was man denkt, in eine sprachliche Form zu bringen und mit dieser sprachlichen und an dieser sprachlichen Form zu arbeiten. Also daran zu arbeiten, dass man vollkommene Kontrolle erlangt über das, was man selber sagt. Das ist viel schwieriger, als man denkt. Ich sage immer Studierenden, jedenfalls auch erst recht am Anfang, aber auch noch später, schreiben Sie einfach. Schreiben Sie nur das, was Sie völlig kontrollieren. Und wenn Sie das machen, dann schreiben Sie einfach. Ich hatte neulich in einem anderen Zusammenhang, wo ich einen Brief geschrieben habe, im Zusammenhang meiner Arbeit im Elternrat des Gymnasiums, in das meine Kinder gehen, hatte ich einen Brief überarbeitet und mir sagt eine andere Eltern, sagt zu mir, du hast es jetzt also in einfache Sprache gebracht. Und ich wusste, das ist so ein Begriff, nicht der Vereinfachung von rechtlichen Texten beschreibt. Finde ich ganz toll, auch übrigens diese Idee der einfachen Sprache. Ich hatte gar nicht die Idee, die Vorstellung, dass ich das in einfache Sprache bringe. Ich habe einfach versucht, klar zu sagen, was da zu sagen war. Und das Ergebnis war, dass jemand anders sagt, aha, du versuchst einfache Sprache zu verwenden. Das fand ich ganz, ganz niedlich eigentlich. Und ich glaube, da ist was dran. Und das ist auch was, was ich den Studierenden versuche mitzuteilen. Ja? Überfordern Sie sich nicht dadurch, dass Sie versuchen, irgendwie raffinierte Formulierungen zu geben, die ganz tief klingen. Nee, arbeiten Sie so, dass Sie einfache Sätze schreiben. Also schreiben ist ganz wichtig, da muss man Freude dran haben. Und man muss Freude daran haben, Stunden da zu sitzen und zu lesen. Also wenn man das irgendwie blöd findet, dass man irgendwie 5 Stunden am Tisch sitzt und ein Buch liest, dann ist es auch nicht so leicht, in der Philosophie voranzukommen, weil es gibt einfach, man muss einfach eine ganze Menge sich anarbeiten. Ja, und das geht auch letztlich dann nur alleine. Ja, also natürlich ist es in den Seminaren passiert viel und man lernt viel, man lernt von den anderen Studierenden vor allen Dingen, man lernt auch ein bisschen von den Lehrenden, aber vor allen Dingen lernt man von den anderen Studierenden. Aber man muss auch sehr viel alleine arbeiten. Das ist einfach nötig. Um da sich wirklich heimisch zu machen in dem Fach. Ja, also ich freue mich über jeden Studierenden, der sich bei uns immatrikuliert. Ich hoffe, es ist sichtbar geworden, wie aufregend und spannend dieses Fach ist und auch wie umfassend es eingreifen kann in das eigene Leben, in das eigene Verstehen seiner selbst. Und ich heiße Sie jetzt schon willkommen und freue mich auf Sie in den kommenden Semestern in meinen Veranstaltungen.